Mir wird gerade bewusst, dass jede Erfahrung im Leben in Wirklichkeit eine Chance ist, weiser zu werden. Aber ist das wirklich so? Das hört sich ja fast zu schön an, um wahr zu sein. Also nehme ich einmal eine ganz alltägliche Erfahrung, zum Beispiel das Ärgern, eine Erfahrung, die sicher schon jeder mal gemacht hat, die meisten sogar oft. Und ich prüfe einmal, ob auch das Ärgern eine Chance ist, weiser zu werden. Und die erste Erkenntnis ist, es gibt gar keine ärgerliche Situation. Das ist nur ein Urteil des Verstandes. Eine Situation ist einfach nur eine Situation. Sie ist so, wie sie ist. Erst das Urteil des Verstandes macht daraus eine ärgerliche Situation. Das ist doch schon mal die erste Weisheit. Und dann mache ich mir bewusst, worüber habe ich mich geärgert? Über irgendetwas, mit dem ich nicht einverstanden bin, das ich gerne anders hätte. Wieder ist das ein Urteil. Und ich erkenne, ich kann ja alles ändern. Ich bin ein Schöpfer. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Situation stimmt, dann kann ich mich zurücklehnen und genieße sie, oder sie stimmt nicht, dann ist es eine Chance zum Besseren. Aber dann ist ja jede Situation eine Chance zum Besseren. Denn nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Also erkenne ich die nächste Weisheit. Ich brauche mich nicht zu ärgern, denn Ärger macht alles nur noch Ärger. Ich kann alles ändern. Ich kann jede Situation in ihr Ideal verwandeln. Ich bin ein Schöpfer. Ich muss dazu nur eine andere Ursache setzen. Und wenn ich eine andere Ursache setze, dann muss das Leben die entsprechende Wirkung hervorbringen. Und ich erkenne, meine erlebte Realität
ist nur ein Spiegelbild meines So-Seins, meines Verhaltens, meiner Überzeugungen. Und indem ich mein So-Sein ändere, muss sich das Spiegelbild Realität ändern. Denn ein Spiegelbild hat keine Wahl. Also ist tatsächlich jede ärgerliche Situation eine Chance zum Besseren, eine Chance, weiser zu werden. Aber stimmt das auch für andere Erfahrungen? Also nehme ich einmal eine andere alltägliche Erfahrung, sich Sorgen machen. Die erste Weisheit ist, ich erkenne über die Weisheit der Sprache, dass sich jeder Sorgen selbst macht. Die sind gar nicht da. Ich mache mir Sorgen. Also kann ich einen Schritt weiser werden und mache mir keine Sorgen mehr. Ja, aber wenn ich doch Grund habe, mir Sorgen zu machen, dann erkenne ich, indem ich mir Sorgen mache, mache ich alles nur noch schlimmer. Ich verbinde eine negative Energie mit einer Situation. Und die meisten Sorgen, die ich mir mache, die treffen überhaupt nie ein. Der Verstand stellt sich nur irgendwas vor, was passieren könnte, und macht sich Sorgen. Und das ist die nächste Weisheit. Ich mache mir ja gar keine Sorgen. Das ist mein Verstand, der sich Sorgen macht. Ich kann mir gar keine Sorgen machen. Also sind tatsächlich auch Sorgen Chancen, weiser zu werden. Und ich schaue mir noch mal eine andere alltägliche Erfahrung an. Ängste zum Beispiel. Und die erste Erkenntnis ist, ich kann gar keine Angst haben, ich selbst. Wenn ich eine Angst fühle, dann ist das eine Botschaft des Lebens, dass ich in der Illusion lebe, ein Ich zu sein. Nur ein Ich hat Ängste. Bewusstsein, der ich wirklich bin, kennt keine Angst. Was sollte Bewusstsein auch befürchten? Und das ist die nächste Weisheit. Ich erkenne, mir kann hier gar nichts passieren. Ich bin ewig. Ich bin unzerstörbar. Also kann ich auch keine Ängste haben. Wenn ich selbst bin. Und die nächste Weisheit ist, ich erkenne, sobald ich selbst bin, lösen sich diese ganzen menschlichen Probleme in nichts auf. Wie ein Traum, aus dem ich erwache. Der wichtigste Schritt ist also, zu mir selbst zu erwachen. Und mir bewusst zu bleiben, wer ich wirklich bin. Und ich erkenne, tatsächlich ist jede Erfahrung
eine Chance, weiser zu werden. Und in jedem Augenblick, in jedem neuen Jetzt, mache ich eine andere Erfahrung. Jedes Jetzt wird so zur Chance, weiser zu werden. Und ich erkenne, ich werde dabei gar nicht wirklich weiser. Ich bin ja vollkommen, also auch vollkommen weise. Ich werde mir dessen immer nur mehr bewusst. Das heißt, jede Erfahrung ist in Wirklichkeit eine Chance, bewusster zu werden, bis ich wieder vollkommen bewusst bin. Und dann habe ich meine Lebensabsicht erfüllt. Ich bin von der unbewussten Vollkommenheit zu Hause, über die bewusste Unvollkommenheit in dieser unvollkommenen Welt, zur bewussten Vollkommenheit gekommen. Habe alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann. Bin wieder bewusst, vollkommen. Dafür bin ich dankbar.